Achso. Grüß euch. Servus. Hallo. Wir sind in quasi Podcast-Studio bei mir und in zwei Arbeits- und Wohnräumen auf der anderen Seite. Und wir nehmen keine Podcast-Folge auf, sondern wir begeben uns auf Abwege und zeigen euch Videomaterial. Special, ganz neu. Und den einen hier von den beiden habt ihr schon mal gehört. Das ist der Hartwig. Servus. Servus, hallo. Und zwar in der Folge für den Kutt, die wir kurz vor dem Jahreswechsel 22/23 in eure Ohren geschossen haben. Und der andere, der da auch ins Bild schaut immer wieder, ist auch ein Teil des Kutt-Teams, nur sehr im Hintergrund gehalten, wobei eigentlich für euch wahrscheinlich sehr im Vordergrund, im Sinne von, er ist dafür verantwortlich, was ihr auf Facebook und Instagram so seht, also für die schlechten Memes ist der da zuständig, das ist der Dom, servus. Grüß euch, wobei da möchte ich gleich korrigieren, diese schlechten Memes sind immer eine Kooperation, weil jeder von uns hat eine schlechte Idee und die veröffentlichen wir dann auch. Aber du bist dafür zuständig, dass es dann wirklich öffentlich wird, oder? Richtig. Dafür bin ich da nie zuständig. Ich schieße das dann auf diverse Plattformen aus. Ja, da kann man auch was lernen. Also da muss ich sagen, da schaue ich immer neidvoll hin. Das schaut alles sehr, wie nennt man das, Influencer-mäßig aus. Also wie wenn man das kennen würde. Ja, bei mir man, nicht. Man tut halt so ein bisschen herumwürsteln, was man halt so kann. Ja? Ja. Wir geben unser Bestes. Ja, und das ist sehr gut und das ist auch, das muss ich jetzt tatsächlich schon sagen, es hat sich ja in den letzten Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen schon was getan und bei den Serien aller, weiß ich nicht, Salomon, Golden Trail Series oder jetzt bei der UTMB-Serie, du merkst schon die Werbung dort, auch Social Media mäßig, da sind Agenturen oder Profis am Werk, aber die klassischen Rennen, wenn ich so will, die sind halt oft bei Webseiten und auch beim Social Media Auftritt. Klassisch ist ein Euphemismus. Ich würde eher sagen, sie haben das Internet auch gerade gefunden. Ja, das ist das berühmte Neuland, oder? Ja. Von dem wir mal sprechen. Ja, die zeigen uns auch heute noch, wie GeoCities in die 90er ausgeschaut hat. Und GeoCities-Seiten waren schwierig. Und da seid ihr halt ja quasi neumodern. Also die Webseiten schaut was gleich. Der Social-Media-Auftritt ist halt ein Social-Media-Auftritt und nicht ein, ich schreibe zwar zu einem Text irgendwo rein und mache ein Foto davon. Find ich cool und bringt mich auch ein bisschen zu der Origin-Story, glaube ich, von der ganzen Geschichte. Weil der Kutt, also sprich das karnische Ungetüm, ist ja auch noch nicht so alt. Also die Idee an sich ist ja noch nicht einmal so alt. Sondern das ist ja jetzt wie, jetzt haben wir Februar, wann war denn das? Vor dreiviertel Jahren? Und wer hat die Idee gehabt? Wie lange ist es her? Hilf mir dann mal. Also du hast die Idee gehabt, ursprünglich. Hast du mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie von Siljan noch irgendwohin den karnischen Höhenweg zu gehen? Ich weiß jetzt nicht, ob deine ursprüngliche Idee noch direkt nach Kötschach-Mauten über 80 Kilometer war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ganz kurz erklärt, da bin ich halt wieder bei meiner Osttirol-Story, die ich halt eh bei Schweiß und Bommes schon öfters erzählt habe. Der Schwiegervater ist in Osttirol am gegenüberliegenden Hang des karnischen Höhenwegs verwurzelt. Und mit diesem tollen Ausblick, den ich dort immer genossen habe und mit meiner Ambition, irgendwo weiter zu laufen, hat mir mein Schwiegervater immer erzählt, wie toll dieser karnische Höhenweg nicht ist und wie schön man dort nicht wandern kann. Und das ist so eine Mehrtagestour. Und irgendwann bin ich dann am Bankel draußen gesessen vom Haus und habe mir gedacht, naja, jetzt schaue ich mir halt einmal, wie weit das so ist. Und naja, so 70, 80 Kilometer. Ja, wenn man sich diese Ultras anschaut, das könnte man ja auch mal anmachen. Das kann ja jetzt nicht so tragisch sein. Und ambitioniert wie ich war, habe ich halt geglaubt, ich komme mit dem Laufen da eh gut zusammen und habe dann zum Hartwig gesagt, wie schaut es aus, machen wir das, ja, ziehen wir durch. Einfach einmal
in one go den Karnischen Höhenweg, zumindest einmal von Silian bis Kötschach Mountain. Und meine Idee war damals, dass ich halt dann von der Siljaner Seite dann mit dem Auto abgeholt werde von Kötschach Mountain und dann wieder zurückgefahren werde. Ja, das war meine Idee gewesen. Also ich hätte, es wäre völlig unsupported gewesen. Ja. Und der Hartwig hat die Idee dann aufgerufen und gesagt, nee, aber warum machen wir nicht da ein Laufevent draus? Klar. Ja, ich habe mir, glaube ich, gedacht, das ist gescheiter, wir machen eine Veranstaltung daraus, wie dass ich da selber ablaufen muss, weil, weil ich da, glaube ich, ziemlich Fuß- und Hüftmarott wäre, ohne Training, aus dem Stand außer. Ja, ich kenne den Karnischen Höhenweg, er ist wunderschön, aber ja, 80 Kilometer muss man schon ein bisschen was dafür tun. Vor einem Dreivierteljahr hätte ich es nicht hingekriegt, glaube ich. Und ja, haben wir dann wirklich nach kurzer Zeit gedacht, ja, warum ist da eigentlich keine Veranstaltung, könnte man machen. Und wir haben uns auch kurz überlegt, ob wir nicht so einen Freundeslauf draus machen, dass wir uns einfach irgendwie über Social Media einfach ein bisschen zusammenreden und dann vielleicht 10, 15 Leute finden, die das gemeinsam machen und gemeinsam starten. Aber ja, da haben wir uns gedacht, entweder ein Freundeslauf oder gleich eine Veranstaltung und wir sind auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass wir gleich eine Veranstaltung draus machen, eine öffentliche. Ihr wart jetzt da ihr zwei oder wart ihr dann gleich zu dritt? Weil ihr seid ja im Endeffekt so, wenn man jetzt ein Kernteam hernimmt, zu dritt. Weil habt ihr den Leopold auch mit drinnen oder habt ihr ihm einfach gesagt, wir haben eine gute Idee. Sie können diese Idee nicht ablehnen. Ja, ich glaube, so wie in der ersten Folge eh schon gesagt habe, bin ich direkt zum Leopold gegangen, der das Organisatorische überhaupt hauptsächlich und das Administrative und der hat dann gesagt, ja passt, machen wir. Wenn das und das passt, der war dann auch gleich dabei und unser Kernteam besteht aber mittlerweile aus 4 Personen, okay. Also Tom, Leopold und eine Ansprechperson in Siljan, in Osttirol haben wir noch, nachdem wir da am Anfang nicht so gut connected waren, gibt es noch den Martin, der in Siljan eine Ansprechperson für das Karnische Ungetüm ist und der da drüben ein Local ist. Okay, der einfach vor Ort quasi alle kennt und auf kurzem Weg quasi genau. die Dinge klären kann, die halt plötzlich auftauchen. Genau. Und was war tatsächlich die Entscheidung? Das haben wir auch bisher ja noch nicht angesprochen gehabt, zwischen wir machen einen Freundeslauf, weil da musst du dich um nichts kümmern, da sagst du einfach, hey, wir treffen uns also nicht in 3 Wochen am Samstag dort und dann schauen wir, wann wir ankommen. Ende. Und das andere ist halt wirklich mit Anmeldung und Logistik und Zeitnehmung und allem. Also es ist ja erheblich mehr Aufwand. Es ist eine gute Frage. Ich glaube, vor allem ich war von der Idee so angetan, dass ich mich gleich für eine Veranstaltung entschieden habe, dass wir da unsere Energie einhauen, dass wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Tom war. Und beim Leopold, für den kann ich auch nicht sprechen, aber ich habe mir gedacht, na wenn dann machen wir es gleich anständig. Ja, der Tom wollte wahrscheinlich einfach nur Geld abgreifen, weil mit solchen Sachen macht man ja irgendwie Millionen noch, glaube ich, oder? Unfassbar, ja. Also mein Konto geht gerade über, ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Nein, Spaß beiseite. Also das ist, davon sind wir weit weg. Um das geht es aber auch überhaupt nicht. Sondern ich glaube, es ist einfach grundsätzlich einmal die Idee super, sowas überhaupt zu machen. Und was man natürlich schon sagen muss, dass am Karnischen Höhenweg schon diese berühmten FKTs schon immer wieder so ein bisschen herumgeistern. Ja? Jetzt haben wir uns halt dann gedacht, naja, Hose runter, Bip-Bip-Vergleich. Ja? Also zuerst immer alle reden, aber keiner weiß so wirklich, wann er angekommen ist und wie lange er braucht hat. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Ja? Und aber so ein Freundeslauf, das ist eher eine nette Geschichte und das lässt sich schnell mal organisieren. Aber was natürlich da schon erschwerend hinzukommt, muss man sagen, ist die Logistik, weil 80 Kilometer mit einem Freundeslauf über die Distanz, mit den Höhenmeter, komplett unsupported. Ihr wisst es, ihr habt es probiert in UTMB, ohne UTMB. Wenn du da gar keinen hast, der da irgendwie unter die Arme greift, dann ist das ein Wahnsinnsprojekt. Selbst für einen Freundeslauf mit 10 Leuten, weil das kann sich keiner selber an Zeug mitnehmen, was er da braucht. Ja. Naja, also 80 Kilometer kannst du schon machen, weil also du hast einen Vorteil hast am Karnischen Höhenweg, was du oft sonst nicht hast, das ist, du hast Hütten, beziehungsweise du hast Wasserquellen, was eigentlich die Krux immer bei solchen Sachen ist. Wenn du irgendwo Wasser hast,
Essen für einen Tag mitnehmen. Ob, also 20 Gels einstecken und drei Müsli-Riegel oder irgendeinen Spaß. Gut ist nicht, aber es geht sich schon aus. Das Problem ist halt, ob du kannst die Menge an Wasser, die du brauchst, in, weiß nicht, 10, 12 Stunden, die kriegst du halt auf gar nicht unterbracht. Du brauchst unterwegs was. Was ja zum Beispiel der Basti am Weg von Wien am Schneeberg, das sind auch 80 Kilometer, nur halt in der Flachen, bevor es noch aufgeht. Dort haben sie das Problem in der Nacht, es gibt nichts, wo du Wasser kriegst. Das heißt, du brauchst jemanden dazwischen einfach. Also wenn du für das Wasser nicht bei den Hütten stehen bleibst, wenn du sowas unsupported machst, dann schaust du dir am Karnischen Höhenweg an, weil du wirst nicht viele Quellen, die neben dir vorbeiplätschern, finden. Okay, ja. Das ist echt... Also ohne Hütten funktioniert das auch unsupported wassertechnisch nicht, weil da rinnt nichts neben dir, aber weil du am Grat entlang laufst, da ist nichts. Ja, genau, ja. So ist es, ja. Ja, und das ist natürlich, das ist auf jeden Fall auch unsupported immer ein Problem, weil ich habe ja in Krems diesen Kremstal-Rundwanderweg gemacht, das waren 100 Kilometer, unsupported. Also eigentlich nicht unsupported, sondern self-supported, weil ich war dazwischen in einer Ortschaft, wo du halt durchlaufst, einfach beim Biller und hab mir was zum Trinken geholt. Du hast am Karnischen ein bisschen hart. Wie? Kein Spar, kein Biller? Was ist jetzt mit den No-Versorger, wenn man es einmal braucht? Nein, was für mein Empfinden da eigentlich das viel größere Problem ist, wenn du sowas in so einer kleinen Freundesgruppe machst, ist, wir laufen ja nicht im Kreis, ja, sondern das geht ja von A nach B. Das heißt, du musst jetzt erst einmal die Leute nach A bringen, dann wollen die nach B, und dann hast du aber vielleicht zwischendrin einen, der sich wehtut oder der umbeckelt oder der einfach nicht mehr kann. Und dann muss der gute Mann von 2200 Meter oben ins Tal. Es gibt genügend Abstiege, ja, das ist überhaupt kein Problem. Nur, was tut denn der dann unten im Tal? Weil da sitzt er ja dann auch auf dem Bankel vor der Kirche und weiß nicht, was er machen soll. Und deswegen ist sowas natürlich unter der Schirmherrschaft von so einem wirklichen organisierten Event schon einmal was anderes. Wie, es kommt in dem Tal nicht alle 4 Minuten die U-Bahn? Nein, aber das muss man den Regionalverkehr in Osttirol und Kärnten gut zugute halten. Der Postbus fährt da relativ oft. Also das ist jetzt nicht das große Problem durchs Lesachtal, aber es ist halt trotzdem ein Postbus. Ja? Und wenn du halt umbeckelst und dann musst du runter ins Tal, das ist halt auch nicht so lustig. Ja. Außerdem, wenn du einen Freundeslauf hast, dann schaust du, dass du zusammen bleibst und dann ist es kein, wer ist der Schnellere, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Ausflug. Es ist ein völlig anderer Ansatz. Richtig. Ja. Und wenn du beim Karnischen Ungetüm mitmachst und in ein Seitental absteigst und Bescheid gibst, was eh deine Verpflichtung ist, dann kommt dir das Karnische Ungetüm mobil holen und bringt die wieder zur Zielbereich. Was tatsächlich auch ein gar nicht so üblich ist. Also das ist was ich jetzt auch sagen kann von größeren Veranstaltungen, also mit weit mehr Teilnehmern oder auch aus Gegenden, wo ich sage, ja, ist sicher auch nicht so easy. Da hast es oft entweder nimm dir ein Geld mit, dass du ein Taxi rufen kannst, oder fährst halt mit den Öffis ins Ziel. Ist nicht das Problem des Veranstalters. Was natürlich auch eine Aussage ist und was valide ist, wenn man es vorher weiß. Wir haben uns von Anfang an das Familiäre und das Authentische auf die Fahne geheftet, und da ist das für uns halt ein Punkt, den wir mitnehmen und sagen, passt, das kriegen wir unter. Das können wir anbieten und das machen wir dann auch. Und deswegen ist es auch ein kleines familiäres Trailfest, wo wir niemanden hinten lassen. Nein, vor allem, ihr habt ja noch auch familiär, wie wir schon in der Podcast-Folge auch gesagt haben, habt ihr auch geschaut, dass ihr die Local Community quasi einbindet von eben, ihr habt jemanden in Silian, ihr habt Leute in Kötschach Mauten, die quasi dort supporten, ihr habt
die lokale Bergwacht dabei, ihr habt die Hüttenwirte dabei, ihr habt, du hast das jetzt gerade vorher schon in die Kamera gehalten, also nicht absichtlich, sondern einfach beim Trinken. wie soll ich sagen, flüssige Verpflegung am Start, lokale. Das ist für so eine Veranstaltung das A und O, wenn die lokalen Vereine, Betriebe nicht dabei sind, dann ist das nicht durchführbar. Wenn man den nicht im Boot hat, braucht man es gar nicht anfangen. Ja. Und aber es sind ja trotzdem von wir haben eine Idee und wir sind lustig, 3-4 Leute und wir machen jetzt da Halligalli. Bis jetzt, da haben wir Februar. Also jetzt ist das ganze Jahr, würde ich sagen, wie weit seid ihr eigentlich? Also von 0 bis 100% in der Vorplanung. Boah, das in Prozent ausdrücken ist schwer. Was würde ich sagen? Was würdest du sagen, Tom? Also ich würde sagen, wenn man jetzt das, was auch noch an administrativen Aufgaben noch dazukommt, ja, was man halt jetzt, ich nenne es jetzt einmal zum Beispiel, zusätzlich noch Sponsoren aufzutreiben, ja, und das darf man echt nicht unterschätzen, das ist ein Riesenbotzen und da muss ich echt ein großes Lob einmal an den Hartwig aussprechen, der sich da wirklich dahinter klemmt und schaut, dass da auch die lokalen Firmen ins Boot kommen, aber auch größere Firmen. Und das ist ein Riesending. Aber ich würde mal sagen, rein organisatorisch, glaube ich, sind wir, ich traue mir jetzt sagen, bei 80%, wo man sagen kann, okay, wir haben zumindest das Grundkonzept, wir wissen, was passiert, wir wissen, was an Tag XY zu tun ist. Ausführen muss man es natürlich dann noch, aber das sind die restlichen 20%, sage ich jetzt einmal. Aber rein von der Vorbereitung her würde ich sagen, wir sind bei 80%. Es läuft. Mhm. Es hat Hand und Fuß. Ja. Das glaube ich, hätte ich auch so formuliert. Also die ganze grobe Planung ist abgeschlossen. Wir wissen, was wir am Tag X machen, was wir davor machen, was wir danach machen. Das Feintuning ist sicher noch ausständig. Das kommt mit der Zeit, aber die ganz grobe Sachen sind alle abgeschlossen und die Feinheiten, die kriegen wir auch noch hin. Das ist ja eh cool, weil wenn du sagst, du bist, weiß ich nicht, ein knappes halbes Jahr vorher mit der Planung so weit, dann kannst du wirklich sagen, hey, wir sind im Plan. Wir sind quasi im Zeitplan so, wie man sich das vorstellt. Wir sind definitiv im Zeitplan, ja. Man muss kein Huschpfusch dann 2 Wochen vorher noch, ui, 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 wir haben keinen Zielbogen. Oh, wo kriegen wir jetzt eine Zeitnehmung her? Das ist aber eng. Ja. Und wenn du sagst, ihr habt schon 80% jetzt planungsmäßig erledigt, was waren so bisher quasi so Highlight, sowohl was ist passiert, wo ich gedacht habe, das wird vielleicht anstrengend oder schwierig und plötzlich ist einfach gewesen. Wo so, ah ja, cool. Habt ihr da irgendwie auch irgendwas auf Lager? Hui, was war einfach? Es ist, glaube ich, alles bei uns bis jetzt, also alles mit relativ viel Aufwand, den man aber gern betreibt, verbunden, aber dass ich irgendwas komplett aufgelöst hätte, ich glaube, du müsstest mit dem Leopold noch einmal eine Folge aufnehmen, bezüglich, schwierig, also, Ja, also positive Highlights einfach. Positive Highlights gibt es natürlich, also in erster Linie das größte Positivste ist, dass uns wirklich von Bergrettungen über Alpenverein, über die Hüttenwirte, Streckenposten, jeden, den wir auf das karnische Ungetüm angeredet haben, dem wir gesagt haben, hey, da gibt es nächstes Jahr Veranstaltungen, und so hat jeder gesagt, hey, cool, das sind wir dabei, das unterstützen wir so in der Form, wie wir das kennen, die einen mehr, die anderen weniger, weil es war niemand dabei, der gesagt hat, was ist das für Schass, lasst es lieber sein. Also das ist das, was mit Abstand das Positivste ist. Haben wir noch nie gemacht, brauchen wir nicht. Ja, das ist nicht, ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich. Oder wir haben das nicht als selbstverständlich wahrgenommen, dass da jeder dann gleich sagt, hey cool, passt, das unterstützen wir auch. Gerade die Hüttenwirte, muss man ganz offen und ehrlich sagen, wir sind da in der Hauptsaison am Karnischen Höhenweg. Da sind die Hütten, ob es das karnische Ungetüm gibt oder nicht, die Hütten sind bummvoll zu der Zeit. Die verdienen mit uns nichts und jeder Hüttenwirt hat gesagt, okay, passt, lässig, ja. Wir werden euch die Nacht Licht geben, wir geben euch
Infrastruktur, wir geben euch Toilettenanlagen, Zugang dazu, wir kochen euch eine warme Suppen, wir kochen euch einen warmen Tee. Die haben nichts davon und die werden jetzt von uns auch nicht fürstlich entlohnt dafür, sondern die machen das einfach, weil sie die Idee super finden. Das ist super lässig für uns. Ja. Und ich glaube, damit kannst du vorher auch tatsächlich nicht rechnen oder damit habt ihr wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Werden die uns unterstützen. Ja. Na, deswegen bin ich letztes Jahr Ende Saison den Karnischen Höhenweg abgegangen und habe mir persönlich bei jedem Hüttenwirt oder Hüttenwirtin vorgestellt und die einfach persönlich angeredet und gefragt, wie es ausschaut. Und als ich nach 2 oder 3 Tagen fertig war, habe ich gewusst, okay, passt, das können wir machen, weil die Resonanz einfach so positiv war. Ja, nein, ich glaube, gerade bei sowas ist es auch wichtig, dass du quasi, so blöd klingt, vorstellig wirst, die vorstellst und sagst, hoch zu, das und das und das haben wir vor. Wenn du eine Rundmail geschrieben hast an alle Hütten wird, war die Resonanz wahrscheinlich eine andere gewesen. Ja, hätte keine E-Mail-Retour gekriegt wahrscheinlich. Ja. Da, wenn du in der Saison eine E-Mail schreibst, da wird wahrscheinlich nur auf Buchungsfragen eingegangen und den Rest, wenn da irgendein Lustiger daherkommt, der glaubt, der kann da irgendeine Veranstaltung machen. Ich glaube, das interessiert die alle zusammen nicht, wenn man da nicht persönlich vorstellen wird. Was zum Teil ja auch verständlich ist. Und wenn ich die Hütten nicht im Boot hätte, ich kann nicht irgendwo am Höhenweg 4 Bierbänke aufstellen und meine Sachen anbieten. Das funktioniert auf einem Höhenweg. Mit dem müssen dabei sein, sonst mit dem steht und fällt die ganze Veranstaltung. Ja, und du hast ja in der Podcast-Folge erzählt, dass die Bergwacht sehr schnell im Boot war. Ja, das ist gerade die Bergrettung übernimmt die Patronanz, die Bergrettungen, ja, das sind 4 Sektionen, die übernehmen die Patronanz der Sicherheit. Das ist für uns natürlich auch extrem wertvoll und wir haben da weder gebettelt, dass das machen die, da war so viel Eigeninitiative dabei und das sind 4 Sektionen der Bergrettungen, das ist schon was Bemerkenswertes. Ja. Das sind die Bergrettungen Kötschach-Mauten, dann das Lesachtal, vorne ja Voltria, italienische Bergrettung und die Bergrettung Siljan, die da gesagt haben, passt, wir stellen euch Manpower zur Verfügung, wir machen Streckenposten an neuralgische Punkte, das ist perfekt für uns. Ja. Ich meine, das ist großartig, weil du hast quasi sowohl, also du hast geländegängige Menschen, du hast Menschen, die sani-mäßig was am Kosten haben und du bist über die komplette Strecke quasi lokal abgesichert und das nachher noch über 2 Länder hinweg, besser geht's eh nicht. Wüsste ich nicht, was da besser gehen sollte. Ja. Andererseits habt ihr auch Sachen gehabt, wahrscheinlich, wo du sagst, keine Ahnung, ich hätte nicht einmal daran gedacht, dass es überhaupt relevant ist. Oder was, an das müssen wir auch denken? Oder wie jetzt? Warum ist das so aufwendig? Ja, da bleibe ich gleich bei den Lavestationen. Ich habe schon 2-3 Mal eine E-Mail-Anfrage gekriegt, warum jetzt das Karnische Ungetüm nach der Early-Bird-Phase 140 Euro kostet, warum das Nenngeld so hoch ist. Wobei ich muss gleich dazu sagen, dass ich das Nenngeld für 140 Euro jetzt nicht wirklich hoch finde und wir haben das schon auch mit anderen Bewerbern, die vergleichbar sind, verglichen. Also da sind wir jetzt nicht irgendwie stark drüber oder stark drunter. Ich glaube, das ist völlig im Rahmen. Bei uns darf man nicht vergessen, das ist völlig im alpinen, teilweise im hochalpinen Bereich. Und da ist es, da läuft man nicht ab und trifft sich dann im Tal unten, wo man einfach gemütlich eine Lavestation aufbaut und wieder abbaut und dann war's das. Das ist wirklich alles am Grat entlang, alles bei den Berghütten. Und die Sachen, die muss man natürlich da für das Event aufbringen und aber muss man die Sachen auch wieder bringen. Und das ist bei ein paar Hütten leichter, bei ein paar Hütten schwieriger. Und ja, wenn man es jetzt hernimmt, der Wolaiersee, das Hochweißstein, die haben alle Zufahrtswege, das ist jetzt nicht so das Problem. Also da muss man auch sagen, ist uns die Tourismusregion super entgegengekommen. Wir haben die Zufahrtsgenehmigungen, die man als ganz normaler Tourist oder Wanderer natürlich nicht hat. Die haben das, die Hüttenwirte haben das für uns geregelt, dass wir da zufahren dürfen. Wir dürfen wieder wegfahren. Wir dürfen, wenn jemand nicht ins Ziel kommt, wir dürfen den abholen. Das ist wirklich super, dass die uns das genehmigen. Das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Und wir müssen auch irgendwie die Tage davor die Lavestationen befüllen. Das kommt auch dazu. Und am Obstanzer See ist es so, da gibt es keinen Weg. Da ist nichts. Die Hütte steht beim Bergsee oben. Da gibt es keinen Weg. Da gibt es einen Wanderweg, ja.
Da können wir entweder unsere Rucksäcke vollpacken ein paar Tage davor und da ein kanisches Ungetüm veranstalter Wandertag machen, damit wir alles aufkriegen und dann wieder runter. Oder wir fragen den Hüttenwirt nicht, ob er uns mit seiner Hubschrauberlieferung die Sachen mit aufnimmt. Und ja. Das haben wir in Aussicht gestellt gekriegt und sind für das einfach super dankbar, dass das möglich ist. Weil ja, da gibt es Hubschrauber oder Rucksack. Und wenn man dann so eine Sachen bedenkt, ja, wobei dann, du laufst ja nicht mit, oder? Ich selber laufe natürlich nicht mit, ja. Ja, dann kannst du natürlich auch mit dem Rucksack aufhören. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Du brauchst ja natürlich Leute für die Versorgungsstellen. Wir grasen da komplett unseren Freundeskreis ab und ja, da stehen überall drei Leute bei den Labestationen. Und die stehen am Obstanzersee, die stehen am Hochweihsteinhaus, die stehen da mitten in der Nacht. Und das ist jetzt auch... Ja, super, dass die uns alle helfen. Ja. Sonst wäre das alles nicht möglich. Da würde es an ganz viele kleine Sachen scheitern, wenn wir es nicht so gut im Griff hätten, würde ich sagen. Ja, naja, und vor allem das ist ja oft so, dass das die Leute dann dort stehen, weiß ich nicht, eine Cola und zwei Brezen kriegen, überspitzt gesagt, dafür, dass sie da die ganze Nacht umeinander stehen. Und da muss ich echt sagen, da muss man auch bei Ich glaube, bei wurscht welchem Event. Die ganzen Volunteers. So sind, ist es, ja. Also jede von diesen Veranstaltungen, das geht los wahrscheinlich bei einem Halbmarathon auf der Broder Hauptallee, der wirklich jetzt logistisch nicht die brutale Herausforderung ist. Und, aber selbst dort hast du Volunteers stehen und geht dann hoch bis, weiß ich nicht, zu einem Tour de Champ, wo über wahrscheinlich über 5 Tage dort durchs ganze Aostertal auf 3000 Meter irgendwelche Leute in der Nacht herumstehen und dafür nichts kriegen und die feiern wie die Weltmeister. Also da muss ich echt sagen, super. Und da kommen wir dann zu den Sachen, was ich so davor nicht direkt mitgedacht habe. Also wenn jetzt der Alpenverein Siljan macht uns die Labestation bei der Siljaner Hütte. Das ist kein Problem. Da sind die meisten noch spätestens 2 Stunden, 2,5 Stunden wieder weg. Die Labestation kannst du dann abbocken. Wenn du jetzt beim Hochweihsteinhaus bist, wenn du richtig Schnelle dabei hast und die haben wir anscheinend dabei, dann sind die bald einmal da. Und die Letzten, die eher mit dem Zielschluss ins Ziel kommen, da hast du eine Spanne von mehreren Stunden. Das heißt, der muss über mehrere Stunden besetzt sein. Und das ist dann auch schwierig. Und ich habe dann Sachen gegoogelt. Wir haben überall ein Grundsortiment bei den Labestationen. Ja. Das sind unsere Beraton, Gels, Riegel, Energy Drinks oder Elektrolytgetränke, dann so Salz, Brezeln, Gummibären und so weiter. Ja. Wir haben aber noch zusätzlich bei der Borzehütten bieten wir noch Suppen an. Beim Hochweihsteinhaus gibt es Nudeln, am Wolayasee gibt es Speck, Käse, Oliven und so italienische Jausen. Das ist dann einfach noch ein bisschen mehr Aufwand, das Ganze. Ja, über die Dauer natürlich, ja klar. Und über die Dauer ist es einfach extremer Aufwand, wenn da Leute einfach stundenlang bei den Ladestationen stehen. Ja, ja. Nein, weil man muss ja rechnen, bei den ersten ist eher die Wette schneller oder langsamer als 10 Stunden, je nachdem wer antritt. Also ich kann mir vorstellen, dass es schneller als 10 geht. Und Zuschluss sind halt 20 Stunden. Also dementsprechend, gerade hinten aus, ich glaube, Wolayasee ist die vorletzte. Die letzte. Das ist halt nachher, dort steht halt nachher 8 Stunden jemand und dann kommt alle Viertelstunde wer vorbei. Ja, ich kann mir vorstellen, dass 8 Stunden gar nicht reicht. Also. Ja. Weil der erste kommt durch nach, weiß ich nicht, 8 Stunden und, genau. der letzte kommt halt nach 18 Stunden vorbei. Genau, also das ist schon ziemlich cool, dass uns da Leute helfen, ja. Ja, na, das brauchst du auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch vorab immer wieder unterhalten, wo du gesagt hast, hey, was brauchst du an, jetzt gerade wegen Pflichtausrüstung und sonst, oder was erwartet sich jemand, wenn er bei sowas mitmacht? Waren da auch Sachen dabei, was da, jetzt da beim Start von der ganzen Geschichte nicht gedacht hast, dass das irgendwie relevant ist, dass nachher so what, um die Ecken gekommen ist? Na, ich glaube, so grob Sachen haben mich nicht überrascht. Also wir haben uns davor, glaube ich, so beschäftigt, dass uns grob einmal nichts überrascht hat. Also so, was man jetzt wirklich ist,
hängen geblieben wäre. Aber das wollte ich eh früher sagen, dass man dann einfach sich selber erwischt, wenn man Sachen googelt, wie man jetzt mit so einer zweiteiligen Gasherdplatten Nudel und Sugarwurm haltet auf 2300 Meter. Da habe ich mir gedacht, okay, passt, gibt es da Höhenunterschiede, wie schaut das aus, wie viele Gasflaschen brauche ich da, nehme ich da Strom, nehme ich Gas, wie lang bleibt das warm, wie kriege ich das auf zwei Herdplatten hin? Und da habe ich mir gedacht, okay, passt. Es sind halt wahrscheinlich ganz kleine Herausforderungen, aber die summieren sich einfach, wo man sich einfach Gedanken machen muss, wenn das nicht in die Hosen gehen soll. Ja. Und da habe ich dann einfach hochalpine Leute, die Erfahrung damit haben, angerufen und habe gesagt, du, wie schaut es aus mit deinem Gaskocher oder mit deinem Strom da oben? Wie viel Strom haben wir? Wie viel Gas haben wir? Wie machen wir das? Kötschach Mountain geht halt Nord Stream nicht vorbei. Du hast jetzt gar keine große Pipeline ums Eck. Ihr hattet ja nicht nur Freunde, die hochalpin sind, sondern auch Freunde, die das eine oder andere Jussbirkel sich durchgeschaut haben. An der Hand. Weil diese Geschichte mit dem Kutt, warum das kanische Ungetüm kanisches Ungetüm heißt. Ja, das wollten wir in der Podcast-Folge, wollten wir das noch verbergen. Aber jetzt Karten am Tisch. Ist ja auch ganz lustig. Weil, warum heißt der Kutt? Ja, ich habe das, glaube ich, in der Podcast-Folge habe ich das eh gesagt. Wir sind ja gewillt zu lernen und wir wissen, dass wir auch bei der Erstaustragung nicht alles richtig machen werden. Davon gehen wir einfach nicht aus. Aber wir sind einfach offen für alle möglichen Sachen und für konstruktive Kritik und so weiter. Und wir haben eigentlich, bevor wir online gegangen sind, schon das erste Mal was gelernt. Ich glaube, der Tom, der Leopold und ich haben uns, es war eigentlich gar keine Frage, das war der kanische Ultra-Trail, KUT, weil halt über Marathondistanz ist halt der Ultra-Trail, wenn man 80 Kilometer läuft, oder Tom? War das so schon, oder? Genau, so war es. Ich habe halt gesagt, naja, das ist am kanischen Höhenweg, ja, und das ist halt weit und das muss eine eingängige Abkürzung sein, so wie es halt alle anderen auch haben. Ja. Und das muss der kanische Ultratrail sein. Das ist gut, das passt. Ja. Und das hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Was nur ich nicht bedacht habe, war, dass ja dieses karnische Ultra-Trail-Ding offensichtlich einer gewissen markenrechtlichen Schutz hat. Also Ultra-Trail. Und darauf. Und da kommen wir schon dazu, genau. Da muss ich kurz einhaken, weil wir haben alle schon fertig gehabt. Die Seiten. Ich glaube, kanischer Ultra-Trailer. Das war alles fertig. Die läuft noch auf uns. Das alte Logo habe ich auch noch. Und ich glaube, es gibt kanisches Ultra-Trail. Weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall haben wir die Domain gekauft. Und wir haben unserem Web-Admin gesagt, passt, wir haben die Zeitnehmung, wir haben die Homepage fertig, wir können online gehen. Wir wissen, dass wir ein bisschen an Zeitdruck haben. Geh online. Und ich kann mich erinnern, ich war gerade eine Runde laufen, als ich mit dem Leopold telefoniert habe. 2 Minuten, nachdem die Seite online war. Und ich habe mit Leopold einfach nochmal sicherheitshalber angerufen und habe gesagt, du Leopold, passt, das haben wir an alles gedacht. Wir haben dann eigentlich nach 30 Sekunden gewusst, passt, wir haben an alles gedacht. Und irgendwie ist uns Baden dann geschossen. Dann sagen wir, ja, namensrechtlich werden wir ja wohl auch nichts falsch gemacht haben, oder? Und der Leopold hat dann gesagt, ja, gut, was soll bei Ultra Trail schief gehen? Das ist ja einfach nur die Bezeichnung für die Distanz, weil was soll da namensrechtlich geschützt sein? Scheiß dir nicht an, Marathon ist ja auch einfach ein Marathon, das kann ich mir ja nicht namensrechtlich schützen. Da habe ich gesagt, okay, passt, wenn du da sicher bist, dann ist das so. Und das Gespräch haben wir dann beendet. Wir waren aber beide so, dass ich bin stehen geblieben beim Laufen, er war gerade im Büro. Wir haben dann beide die nächsten 30 Sekunden anscheinend das Gleiche getan und gegoogelt. Einfach nur mit Sicherheitshalber ist Namensregister reingeschaut, ob Ultra Trail eh nicht geschützt ist. Und die haben gesagt, na, das kann nicht sein. Eine Firma hat sich das namensrechtlich schützen lassen und ja, schwierig.
Dann haben wir uns gleich wieder gegenseitig angerufen und haben uns eigentlich zuerst abgekekst über das, dass wir das übersehen haben und an das einfach überhaupt nicht gedacht haben, weil das für mich völlig nicht normal ist, dass man sich das namensrechtlich schützen kann. Wir haben dann unabhängig von uns. Ich kurz reingrätschen darf, ich bin dann auch noch dazu gestoßen, weil ich habe ja schon den ersten Post ausgeschossen auf die Social Media Plattform mit dem kanischen Ultraschwell und dann hat es geheißen, zurück, Kommando zurück, das darf man nicht. Wir haben dann zwei Befreundete oder wir haben dann zwei Rechtsanwälte befragt, unabhängig voneinander, wie wir da vorgehen sollen. Und die haben auch nicht lange überlegt und gesagt, naja, wo kein Kläger, da kein Richter, aber wenn halt irgendwer klagen anfängt, dann haben wir echt einen Stress und das können wir uns definitiv nicht leisten. Wir haben da wieder alles offline genommen und dann sind wir da gestanden, haben die Buchstaben KUD 80, gut, die Distanz ändert sich nicht, weil wir haben das KUD da stehen. Ja, passt, was machen wir jetzt? Ultra Trail ist keine Option, weil wir wollen einfach weder Regressforderungen haben, noch irgendeine Markenrechte bedienen. Und der Dom hat dann auch nach relativ kurzer Zeit, wir sind ja noch so wie kanischer Ultra Run oder sowas, aber wenn man genauer hinschaut, sind die über fünf Ecken alle irgendwie geschützt, sofern das ja jetzt noch so ist. Was ich noch gemacht habe, das ist überhaupt das Beste, ich habe zwei sehr bekannte Ultra Trails in Österreich angerufen, telefonisch, während dem Laufen. Und habe gefragt, wohin sie da was zahlen, um das markenrechtlich und so weiter. Und die haben gesagt, ja, davon weiß ich nichts. Und okay, na, also das hören sie das erste Mal. Dann sage ich, okay, passt. Ich würde gerne nächstes Jahr einen Ultra-Trail veranstalten. Vielleicht solltet ihr das nochmal überdenken. Ich will da wirklich nicht klugscheißen. Aber ich glaube, dass das markenrechtlich geschützt ist. Und wenn ihr da kein Geld irgendwo hinzahlt, dann könnt euch das irgendwann einmal ins Knack fallen. Und dann war das Gespräch beendet. Und der Tom ist dann eben nach kurzer Zeit mit dem Vorschlag gekommen, Buchstaben sind da, nennen wir das Ungetüm. Und wir haben das auf Anhieb super gefunden, weil es irgendwie regional ist. Es hat einen Wiedererkennungswert, haben wir super gefunden. Und seitdem steht das kanische Ungetüm da. Nein, ich habe es sehr, sehr geil gefunden. Weil ich habe gedacht, warum zum Henker? Und dann haben wir halt gequatscht und dann habe ich auch nachgelesen und gedacht, na, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir im Nachhinein erfahren, okay, das gab es schon vor einigen Jahren, ist da mit diesem Ultra-Trail dann jemand quasi angelaufen. Und jetzt dieses Jahr, Beginn des Jahres, war es in, ich glaube es war in Japan, auch so weit, dass sie der Fuji Ultra-Trail oder wie auch immer der Kasten hat. Fuji Ultra Trail hat er nicht geheißen, sondern irgendwas mit Fuji Mountain. Fuji Ultra Trail. Nein. Doch, vielleicht in Japan schon. Nein, irgendwas mit Fuji Mountain. Jetzt Ultra ist er Fuji. Trail. Egal. Auf alle Fälle, das Ding hast du jetzt. Das ist gone. Auf alle Fälle, jetzt, da hast du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas nur mit Fuji Mountain und sie lassen das andere weg. Oder Mount Fuji Endurance Run oder irgendwas in die Richtung. Ja, ich finde die ganze Sache einfach völlig lächerlich, dass man sich das irgendwie schützen kann, ist echt nicht okay und deswegen haben wir, das ist für uns so weit weg gewesen, deswegen haben wir das wirklich überhaupt nicht gedacht und ich bin auch sehr froh, dass wir nach 5 Minuten draufkommen sind und nicht erst nach 3 Wochen, weil dann tust du halt echt schwer, das alles rückgängig zu machen. Ja. Und ich glaube jetzt, dass so ist es aber tatsächlich einzigartiger. Es ist nicht was auch immer Ultra Trail, sondern es ist tatsächlich was ganz Eigenständiges, wie wenn du sagst, oh, Ötscherbergmarathon. Was du einfach weißt, so okay, der Name sagt schon, das ist was Regionales, das ist was Traditionelles. Oder Korsamarsch, was du einfach sagst, okay, das ist so. Das ist, der Name ist ein Statement quasi und kanisches Ungetüm ist gewesen. So. Das ist so, du weißt, was spürt. Das, ja. Das finde ich ganz cool. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich super lustig. wobei die Geschichte dahinter ist super lustig. Ihr habt ja Social Media mäßig und Webseiten und so, habt ihr ein bisschen was gehabt. Aber was nicht gehabt habt, Gott sei Dank, war irgendwie Medaillen schon fertig und fertig gedruckt oder gestanztes Zeug, oder? Weil das wäre ja richtig doof. Ja, das, wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass uns das gleich aufgefallen ist und nicht erst nach 2 Monaten, weil sonst geht einfach viel Geld schon so flöten, ja, dass wir irgendwas vorgedrückt haben. Ja.
Medaillen und so, das habt ihr schon gewusst. Ich will es jetzt einfach nur wissen. Kann man es essen? Ja, schwierig. Nein, kann man eigentlich nicht essen, ja. Die Geschichte hinter den Medaillen, ich glaube, dass man mit dem offen umgehen kann. Wir heften uns ja zu Recht Authentizität auf unsere Fahnen und familiäres und regionales vor allem. Und ich habe selber bei genug Sportveranstaltungen mitgemacht und ich bin wahrscheinlich auch selber einer davon, der bis vor kurzem der Überzeugung war. Und ich glaube, es betrifft einfach ganz, ganz viele Sportler, die wollen was Wertiges in der Hand haben. Je schwerer, desto besser und je hochwertiger, desto mehr habe ich Lust auf das. Und wenn ich dann auf Social Media Kanälen die Medaillen sehe, die was ich wie aufwendig sein, dann macht das einfach Eindruck. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Peter. In deiner Sammlung. Ich muss sagen, nachdem wir jetzt das Video aufzeichnen, meine Sammlung ist hier. Es ist ein IKEA. Wie nennt man das? Vorhangstangen. Wenn man ein bisschen halt abgebrühter ist, ja. Und es sind halt im Großen und Ganzen, also die meisten, die dort hängen, sind halt einfach irgendwelche Blechtrimmer. Mal besser, mal schlechter, mal irgendwas. Die Sachen, die außerstechen, sind anders. Es gibt zwei, drei, die aus Metall sind, die anders sind, die cool sind. Was mir super gefallen hat, war aus Kainach zum Beispiel. Ich glaube, das ist irgendein lokales Werk oder so. Die machen, was ist denn das? Aus Plastik, Gummi, was auch immer, stanzen das und es schaut und jede Medaille ist anders, weil das irgend so ein Gemisch ist, so Fimo-mäßig schaut das aus. Dann finde ich innerlich geil, ich meine, die Geschichten, die beim Wien rund um und um, was du am Schluss einfach ein Brot kriegst, das kannst du nicht aufhängen, aber das ist halt geil. Deswegen die Frage, ob man es essen kann. Natürlich, also okay. Medaillen, die das erklärt ein Brot sind oder ein Lebkuchen oder so, finde ich halt geil, weil das, der Punkt ist, wertig, entweder wenn eine Medaille wertig ist, was du einfach sagst, die freut mich immer wieder anzuschauen, die will ich aufhängen, ist cool, oder es ist was, was an Sinn hat, an Nutzen hat. Weil das Problem mit Medaillen bei vielen Leuten ist, du hast irgendwann einmal 50 von den Trimmer umeinander und dann hängen sie halt herum. Deswegen die Frage, was habt ihr euch überlegt? Also ich muss gestehen, ich habe ja doch auch einige Medaillen daheim hängen, die meisten sind einfach auch irgend so eine Metalltrümmer, die echt cool ausschauen, super, ja, super schön sein, schwer sein und schon ein bisschen einen Eindruck machen. Und ich habe mich dann erkundigt, wo man die herkriegt, wie das mit den Gussformen ausschaut. Entweder macht man es bei irgendeiner österreichischen Firma, die das über China oder Taiwan bestellt, oder man macht das direkt über Alibaba und China, dann ist es noch eine Spur günstiger. Und die haben mir da sicher schon 3-4 Angebote eingeholt. Und war am Anfang war ich der Meinung, okay, passt, das muss schwer, das muss hochwertig sein, das muss eine richtig coole Medaille sein. Und das hat mir dann aber mit der Zeit, ist mir das... hat es mir so gesträubt, dass ich mir gedacht habe, nein, das kann nicht sein, wir können nicht alle Regionalen einbinden, regionales Essen, regionale Sponsoren und dann bestelle ich aus China irgendwelche Medaillen, das passt nicht. Und wurscht, ob wir jetzt ein paar Euro mehr oder weniger zahlen, das geht einfach nicht. Und die habe mich dann in nicht direkt in Kötschachmauten, es ist in Hermagor, Kötschachmauten liegt ja im Bezirk Hermagor, bei einem lokalen einer lokalen Holzfirma gemeldet und die machen uns Medaillen aus Holz, die fräsen das für uns und die werden wir dann in Kürze eh öffentlich machen, wie es dann im Endeffekt ausschaut und ja, und im Endeffekt ist es günstiger als Medaille aus China, ist aus Holz super cool gefräst und ja, im Endeffekt ist es einfach das 100-fach sinnvollere als irgendeine Medaille, die irgendwo herkommt und sie ist trotzdem meiner Meinung nach optisch auch richtig cool. Na, das kann man halt nicht. Ja, aber da muss ich sagen, das ist auch was jetzt da in Österreich vor allem bei den einen oder anderen eben regionaleren oder nachhaltigeren Veranstaltungen ist, dass es wirklich von diesen ja, Blechtrimmern weggeht zu Holz als Werkstoff, weil warum man nicht? Meine, wir haben ja viel Holz verarbeitende Betriebe und du hast gesagt, ihr fräst es, andere machen es mit Brand quasi.
Ja, das war unser erster Entwurf, war irgendwie so gebrandet. Mhm. Das ist ganz okay gewesen, aber gefräst schaut das einfach nur einmal ein Eck cooler aus. Stimmt, ja. Ich meine, und vor allem, wenn du einen Betrieb hast, der das macht, das ist natürlich regional super cool. Das ist, wenn es mir jetzt nicht täuscht, eine One-Man-Show, der das macht, finde ich super. Und gerade so eine Leitkern eh unterstützt. Ja, der, auf jeden Fall. Der ist froh, wenn er so eine Aufträge kriegt. Wir sind froh, wenn wir nichts aus China bestellen müssen. Und ja, da waren wir wirklich kurz in Versuchung, aber im Endeffekt ist es einfach die richtige Entscheidung gewesen, das die umzuschicken. Die Alternative des Cuphats, das wäre halt einfach ein finnischer Bierglasl gewesen. Ja, das kann sich eh jeder selber bei der Lonzian-Brauerei holen, aber ich kann verraten, der Papa vom Leopold ist pensionierter Kunstschlosser und der oder diejenige, die den Schaß gewinnt, der kann sich über was richtig Cooles freuen. Also je schneller, desto besser. Da gibt es noch einen drauf. Da wird er seine stillgelegte Werkstatt nur einmal reanimieren für die Siegerin und für den Sieger. Ah, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das motiviert sich ja den einen oder anderen noch. Das, wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr, sehr traurig, dass es bei mir nicht ausgehen wird, weil es einfach doof wäre. Also sportlich gesehen wäre es einfach deppert, innerhalb von einer Woche 200er oder 80er und 100er anreißen. Das ist nicht schlau. Unser Ziel ist es, einfach jährlich den Rennkalender zu erweitern, von dem her hast du sicher oder hoffentlich noch genug Chancen, dann kann ich schon ungetüm teilzunehmen. Ja, aber beim zweiten und dritten Mal, dann startet die Elite, dann wird es schwierig. Ja, da muss ich da leider recht geben. Ja, das war natürlich die erste Austragung, war natürlich ein Hassertipp für die guten, ambitionierten Hobbyläufer, ein Hassertipp, da wirklich mal ganz oben am Siegertreppchen zu stehen. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, der Dom hat mir schon einmal eine private Nachricht, glaube ich, über Instagram weitergeleitet, wo jemand Stockholm Platz angekündigt hat als Hobbyläufer, weil er gesagt hat, ihr seid Erstaustragung, ich möchte bei euch auf Stockholm. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ihr habt gesagt, was ich jetzt persönlich richtig gut finde, Obergrenze 100. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist handelbar. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute dabei hast, dann hast du, weiß ich nicht, lass es einmal 60 Genussläufer haben. Dann hast 20 Ambitionierte dabei und 20 dabei, die sagen, Erstaustragung, einmal hochkrempeln oder andererseits eher kurz, jetzt gehen wir es an. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade da am Anfang ein paar Locals dabei sind, die einfach wissen, wo sie andrucken können und wo nicht. Und ein paar Leute einfach von der Grundschnelligkeit so brutal schnell sind, weil gerade oben, du hast das vor bei uns in der Folge erzählt, dass du gesagt hast, da sind viel Schnapperl dabei, also Schnapperl im Sinne von 200 Meter Anstieg. aber wenn du halt wirklich konditionelle Krocher unterwegs sind, die das auch quasi wegdrucken können, kann man schon vorstellen, dass wenn du aufs Stockerl willst, darfst du nicht trödeln. Da musst du schon andrucken. Das glaube ich auch, ja. Also auf jeden Fall, Stockerl, naja, aber gut, das musst du einschätzen können. Wie gesagt, ich hoffe, dass es im zweiten Jahr schwieriger wird. Aber ich muss ja dazu sagen, es war auch nie ein Thema, dass man irgendein Preisgeld oder irgendein großes Wow, du gewinnst beim ersten Platz das und das ausschütten. Das ist für uns überhaupt kein Thema gewesen. Nein, um so eine Spitzenläufer anzulocken. Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Gerade bei der Erstaustragung, wenn du mal mitmachen will und das mal schauen will, was geht, dass das gar nicht, ich glaube, das ist nicht relevant bei sowas. Weil ihr seid nicht in einer Rennserie, ihr seid kein Qualifier für whosoever. Dementsprechend derjenige, der da mitläuft, weiß, es geht just for fun. Aber ich kann sagen, was das schnellstmögliche Zeit tut, jetzt einmal supportet innerhalb eines Rennens ist. Und wenn du da zwei, drei Gute dabei hast, wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt mit ein bisschen drüber nachdenken, dass ein Sub 10 geht.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also ich kenne zumindest einen, der sich angemeldet hat, wo ich weiß, der Bursche ist richtig flott unterwegs. Und das bringt mich natürlich als sportlichen Leiter der Labestationen und so weiter an, denkt natürlich auch zu dem, dass ich weiß, okay, passt, da stellen wir uns sicherheitshalber mal eine Stunde davor hin. Nicht, dass der da auftaucht und die Labestation ist noch nicht aufgebaut. Was sehr für dich spricht, weil es gibt immer wieder mal Rennen, wo die Schlussläufer quasi, also nicht die Schlussläufer, die abrammen, sondern die kurz vorm Cut-off daherkommen, vor geschlossenen Labestationen stehen oder da gibt es nichts mehr oder so irgendwas. Das ist ein Scheiß. Aber eben, wenn du dann ein paar Schnelle dabei hast und die Labestation ist noch nicht da, das ist auch ein Scheiß. Und das ist aber auch schon mehrfach bei verschiedenen Rennen passiert, dass die Leute einfach nicht damit gerechnet haben, dass da schon wer kommt. Ja, ich hoffe nicht, dass ich es verschreie, aber ich glaube, so viel kriegen wir hin, dass weder das eine noch das andere passiert. Also, ja, also dass da irgendjemand zu einer Labestation kommt, der schon zu ist, und das ist mir auch schon passiert beim Rennen, das war ein langer Marsch. Da bin ich auch bei einer Labestation gestanden, die war zu, das ist eine völlige Katastrophe. Da war ich aber noch innerhalb der Zeit, das wird bei uns hundertprozentig nicht vorkommen, und ja, wir hoffen auch, dass wir das den ganzen Spaß rechtzeitig aufbauen. Also. Und es ist auch so, gerade am Wolaiersee habe ich einen Mann für die Labestation, der mit Trailrunning nichts am Hut hat, und der hat auch gesagt, ja, das passt dann eh, wenn ich so um 12:01 da oben auftauche und die Labestation aufbauen. Also, das könnte eventuell 3-4 Stunden spät sein. Das geht sich nicht aus. Ja, da kann es sein. Da kann der schon im Ziel war, helfen. Genau. Da kommen wir wieder zurück auf. Ja, nein, das ist, ich weiß gar nicht, was das war beim jetzt im Juni. Bei irgendeinem eher lokalen Rennen, wo es aber der erste Drogung so gesagt haben, huiuiui, warum sind denn die schon im Ziel? Surprise, surprise. Weil sie noch gar keinen Zielbogen aufbaut. Ja, sie haben es überhaupt nicht. Sie haben geglaubt, die brauchen doppelt so lang. Und dann kommen die noch 8 Stunden um die Ecken und ich so, oh, was macht ihr schon da? Und das ist eben bei uns, das ist das Nächste, wo ich mir vielleicht zu deiner Frage davor nicht gedacht habe, dass wir an das denken müssen, weil gut, in Silien ist ein Fest, da wissen wir ja, wann der Start ist, da verschiebt sich nichts. Aber wir haben auch in Mauten beim Waldbad ein Fest, das müssen wir den ganzen Tag bespielen. Das heißt, da können wir nicht erst die Musik oder die Band um 3 am Nachmittag spielen lassen, weil eh um 20 Uhr der Zielschluss ist. Die ersten werden da höchstwahrscheinlich schon am Vormittag auftauchen. Das heißt, da ist den ganzen Tag durchgehend, muss das bespielt werden, da muss durchgehend Musik sein, da muss eine Unterhaltung da sein. Und ja, naja, wie gesagt, das ganze Feld zieht sich einfach so, dass den ganzen Tag in Mauten dann im Zielbereich Remi-Demi sein soll. Habt ihr da tatsächlich irgendwie... Also ist da was anderes auch? Das Festl, ist das noch irgendwie lokal, weil du gesagt hast, eingebunden, dass du, weiß ich nicht, irgendein, ich sage jetzt einfach mal Kinderhüpfburg ist, wo einfach irgendwas ist, was gar nicht so viel mit dem Rennen zu tun hat, oder ist es quasi ein Festl vom Rennen, wo halt auch jeder andere vorbeikommen kann, bandmäßig, oder ist es... Nein, das ist, das, also es ist im Prinzip, wenn man so will, nichts anderes. Das ist ein Fest von uns organisiert, das zum karnischen Ungetüm dazugehört. Wir haben ein Festzelt im Zielbereich, sanitäre Anlagen sind auch da. Es ist ein Waldbad in der Nähe, beziehungsweise gleich nebenan, wo sich jeder dann auch abkühlen kann an einem heißen Sommertag. Spielt am Vormittag die Trachtenkapelle Mauten. Am Nachmittag spielt eine Band, die auch regional ist, und wir planen noch, darf jetzt Leopold wird mir wahrscheinlich würgen, wenn ich das verrate, aber wir planen noch einen Kinderlauf zu machen und so einen kleinen Kindertrail zu machen. Ich hoffe, das gelingt uns, das hängt aber jetzt in erster Linie gar nicht von uns ab, da hoffen wir noch auf eine Kooperation. Von den Kindern? Ja, von denen natürlich auch. Und natürlich auch vom Rennkalender von Nachwuchs Cup und so weiter, da müssen wir erst schauen. Aber im Endeffekt gibt es da oben dann, es gibt zum Essen, es gibt zum Trinken, es gibt musikalische Umrahmung, das wird aber alles von uns organisiert. Und wir hoffen und wir werden das auch so öffentlich machen, dass wir hoffentlich auch die lokale Bevölkerung einfach zu einem Fest da aufbringen. Ob der oder diejenige was mit einem Trailrun zum Turn hat oder nicht, völlig wurscht.
wenn er es am Rand mitkriegt oder aktiv mitkriegt, super. Und wenn er einfach nur für ein kleines Bier da rauffährt, das passt das auch. Soll einfach eine Zusammenkunft sein. Ein schöner Sommertag. Ja, na, das ist eh, glaube ich, am geilsten, wenn du irgendwo eben ein Festzeit hast, wo auch irgendwas passiert. Und nicht nur irgendwo völlig abgekapselt irgendwas hast. Weil das ist halt dann meh. Ja, ihr habt den großen Vorteil, glaube ich, dass eure Zielankünfte nachmittags sind. Also später Vormittag, die ersten von mir, okay, das ist ja eh klar, die gehen nachher duschen und ziehen sich um und dann am Nachmittag halt da oder was auch immer. Aber der Schluss kommt zum Hauptprogramm ins Ziel. Genau. Und das war's. Du hast keine 3:30 Uhr morgens Zielankünfte. Na, das sind nämlich so. Gott sei Dank nicht, ja. Das ist nämlich nicht so cool, ja, genau. Also, ich kann berichten aus Erfahrung, du bist eher überrascht, wenn einer da steht. Obwohl du im Hinterkopf weißt, er ist gerade erst von einem Lokal ausgegangen und klatscht einfach nur, weil irgendwer da ist. Und ist immer scheißegal. Ich bin heute noch der Überzeugung, nur wegen mir. Die Illusion lasse ich mir. Das musst du eh so sagen, weil sonst warst du eh traurig, sagen wir es einmal so. Und das ist halt nachher, ja, das ist halt Frankreich, Riesen-Damm-Damm. Da hast du halt wirklich um die Uhrzeit auch Sprecher und tralala. Und das ist nicht 100 Leute, sondern du bist halt bei 2000. Dann, also da ist nachher auch der ganze Zunober rundherum was anderes und dann bist du halt vom familiär weg. Ja, na, also ich gehe davon aus, dass wir da einen guten Zuspruch eben von der Region finden, dass da ein bisschen eine Stimmung ist. Und wenn es nicht ist, ich warte auf jeden Teilnehmer oder Teilnehmerin mit einem kleinen Bier im Ziel, das tröstet dann vielleicht auch. Wenn 100 Leute mitlaufen und du wartest auf jeden mit einem kleinen Bier. Er hat ja nicht gesagt, er trinkt eins. Er hat nur gesagt, er wartet mit einem kleinen Bier auf die Leute. Weil das bin ich noch die Top 10 dahin wahrscheinlich. Dann bist du 100 kleine Bierchen. Dann bist du ein akalisches Ungetüm auf der Hälfte. Aber das geht sich nicht aus. Also ich glaube, dann wäre mitlaufen die angenehmere Variante. Definitiv, ja. Aber so wie es im Moment ausschaut, wäre ich nur am Start dabei sein, logischerweise. Ich werde es eröffnen und ich bin dann am direkten Weg in den Zielbereich. Ja, und dann warte ich schon am ersten. Mit einem kleinen Bier. Ja. Ja, ich fürchte, das erste kleine Bier gibt es für mich erst am Tag danach oder zwei Tage danach. Aber mit Zuschluss. So. Ja, kann passieren, ja. Kann passieren, ja. Wenn da ein bisschen Druck abfällt und den werde ich definitiv haben an dem Tag, dann kann es passieren, dass ich ein kleines Bier trinke, aber sonst eher nicht, ja. Aber ja, schauen wir mal, wie der Tag so wird. Das stimmt, ja. Meine Frage ist jetzt noch, was tut sie jetzt bis Mai, Juni? Weil ich glaube dann, ab Mai, Juni, Juli vielleicht geht es dann schon langsam wirklich in. Also ans Eingemachte im Sinne von, da wird dann sehr knapp getaktet, weil dann du bist zwar noch nicht im Aufbau, aber ja, fast. Genau, das Letzte, was wir machen, ist definitiv der Aufbau von den ganzen Sachen, das Befüllen von den Labestationen, aber bis Mai, Juni hat sicher jeder, der mitmacht oder jeder, der irgendwie das karnische Ungetüm miterlebt, einen genauen Ablaufplan bei der Hand auf unserer Homepage. Da weiß man, wann man sich wo einfinden sollte, wann was passiert und das ist unsere Arbeit bis Mai, Juni und im Hintergrund, wie gesagt, ist sicher noch genug zum Organisieren, aber ja. Es sollte keine offenen Fragen bis Mai, Juni geben, also da sollte eigentlich schon alles öffentlich sein, was man jetzt braucht, um an der Startlinie zu stehen oder mitzufiebern. Ja, es ist ja jetzt da, also jetzt der Stand Mitte Februar auf der Webseite quasi alles bis auf den GPX-Track, aber der kommt auch bald, also ab dem Zeitpunkt ist more or less mal alles da, was man grob braucht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann die Ausstrahlung von dem heute sein wird, aber ab heute, also ich gehe davon aus, dass morgen der GPX-Track auf der Homepage verfügbar ist und auch die
die Ladestationen im Detail auf der Homepage verfügbar sein, was ja, es wo gibt. Nehmen wir alles zurück und sagen, es ist alles auf der Webseite und alles ist Copy. Ja, was will man machen? So ist es ja, halt. Und wie gesagt, Mai, Juni kommt der genaue Ablaufplan dazu. Aber ja, es gibt sollte im Februar noch keinen Stress. Es gibt andere Läufe, da habe ich 3 Wochen vor dem Start vom Laufen nicht einmal eine Anmeldung gesehen. Ja, ich habe mir andere Homepages auch angeschaut. Das ist wirklich zack, aber ich glaube, dass das nicht nur den Sektor betrifft. Ich glaube, dass viele da nicht den Wert erkennen, was eine gute Homepage und eine gute Social Media Arbeit im Endeffekt bringen. Ja, das ist wahr. Da, wie gesagt, da gratuliere ich euch eigentlich dazu, dass ihr habt, glaube ich, eine Grafikerin oder jemanden für die Webseiten an der Hand, die das wirklich gut umsetzen. Und ja. Mit dem Dom. Und den Dom. Ja, genau. Und den Dom, der euch das für die coolen Kids aufbereitet. Nicht für die alten Lackl. Genau. Zusätzlich möchte ich da noch gleich noch so eine kleine Info droppen, was in Zukunft, weiß ich nicht, ob es dann schon auf der Homepage ist, aber vielleicht schaut es da nochmal drauf. Es wird einen 3D-Flug der Strecke geben. Also ihr könnt sich dann mit genauer Betitelung der Labestationen genau anschauen, wo die Strecke entlang führt und könnt sich da schauen, wo könnt sich verpflegen, wo sind die Anstiege und so weiter und so fort und könnt sich das dann anschauen auf der Homepage. Für die Ü50 gibt es auch einen Fax-Newsletter? Ist nicht angedacht, nein. Oh, da müssen wir für den Basti was extra basteln. der Basti, Grüße gehen raus an die Bergziege. Basti hat schon verloren, er hat schon angemeldet. Also. dem schicken wir es einfach ausgedruckt. Das genau. Der ist übrigens schuld, dass es am Wolaiersee Oliven gibt. Mir ist zugetragen worden, dass er Oliven gern hat. Wolaiersee Oliven. Schuldig. Liebe Grüße. Ja, ich sag's nur. Schuldig. Ihr werdet ihn jauchzen hören. Ja, mit diesem Abschluss würde ich sagen, coole Geschichte. Schauen wir, was sie tut im nächsten Monat und im Zweifelsfall treffen wir uns nochmal und geben noch ein Update. Gerne. Genau. Und scheut nicht, über diverse Kanäle Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges. Wir schauen natürlich, dass wir immer alles so zeitnah wie möglich beantworten und so gut in unserem Ding ist. Nehmt Kontakt mit uns auf. Da muss ich auch noch einmal kurz reingrätschen. Das ist so eine Sache, was uns als Neulinge oder vor allem mich als Neuling in der Szene, wo wir schlecht vernetzt waren, mittlerweile sind wir besser vernetzt, gerade bei Sponsorenanfragen habe ich das immer sehr unprofessionell gefunden, wenn man, egal wie groß der mögliche Sponsor gewesen ist, ob das eine große Marke ist oder ein kleines Sportgeschäft, also zumindest eine Antwort, nein, es interessiert uns gar nicht und es war so still im Büro, als ich die E-Mail gelöscht habe. Das wird es bei uns nicht geben, egal auf welche Kanäle ihr uns irgendwas schreibt, es wird immer irgendeine Antwort geben, immer. Und also das ist einfach ein Teil von Professionalität. Also sprich, wenn ich euch was schreibe und es kommt nichts zurück, dann ist es nicht angekommen. Oder ihr habt es einfach nicht gesehen. Dann schicke ich es nochmal. Weil es kann halt wirklich jedem passieren. Oder es so deppert klingt, es kann halt auch irgendeine Mail im Junkfilter hängen bleiben. Und man sieht es nicht. Und aber sogar man kann schon sich, meine. Ja, aber im Zweifelsfall, wenn man nichts hört, noch ein zweites Mal fragen, ihr ignoriert das nicht. Oder vielleicht ein guter Tipp über einen anderen Kanal probieren. Ja. Genau. Also wir haben verschiedene Kanäle, sollte es vielleicht per E-Mail nicht funktionieren, weil du, wie sagst, Junk-E-Mail schon vorher ausgefiltert, schreibt einfach kurze E-Mail, kurze Direct-Message auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Hey, ich habe euch eine Mail geschrieben, habt ihr es nicht gekriegt oder irgendwas, ihr kriegt sicher innerhalb der nächsten kurzen Zeit eine Antwort drauf. Genau, könnt ihr euch verlassen. Perfekt. Ja, und wo man euch findet, es gibt eigene Webseiten. Es ist nicht Karnischer Ultra Trail, es ist Kut 80. Kut 80, das Karnische Ungetüm. Genau so ist es. Ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Schönen Abend. Danke, bis Peter. Ciao. Ciao. Danke fürs Gespräch, Burschen. Liebe Zuhörer und Zuseher, pfiat euch. Ja, grüß euch. Ciao.